Okay, Cast. Also, ich glaube, hier beginnt die eigentliche Rundtour erst. Und ich freue mich, wenn ich dir mal ein bisschen zeigen kann, was wir so in Plenum gemacht Let's haben. go. Ja, also wir haben eine U-Bahn, die noch schöner wird. Das ist jetzt quasi unser erster Prototyp. Der Tunnel muss ausgebaut werden. Lass mal reinsetzen. Und Los geht's. ja, ihr habt auch schon fleißig Bahn. Ich habe schon gesehen, du bist auch schon Meister der Lüfte, oder? Ja, so ein bisschen. Oha, sehr nice. Vielleicht kriegt das Flugzeug auch noch ein paar neue Routen. Aber da das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Aber vor allem, wie schnell die Dinger hier werden, vor allem, wenn man so aus dem Fenster hier guckt, das ist schon nett. Hier ist das auch ausgebaut. Das letzte Mal bin ich gefahren, wo nicht ausgebaut Nee, es war. wird noch besser ausgebaut. Wir bauen aktuell so eine Maschine, die das später macht, aber das kommt, ne, das verzögert sich noch alles so ein bisschen, ist so gerade ein bisschen hier. Lass drin bleiben. Okay. So ein bisschen Stuttgart hier, Stuttgart Gott. 21. Ja. Ist halt doof. Aber wir hatten quasi RGB-Space angeschlossen, da waren wir jetzt Oh. gerade. Wir sind RGB-Space gewesen und jetzt kommen wir nach. Es hieß mal Gigafactory, mittlerweile heißt es Lag City. Oh, okay, ich kann mir vorstellen, ja. Ich weiß nicht, Also also. ich meine, ich habe Stegi als Nachbar, so deswegen viel kann mich nicht mehr abschrecken, aber ich bin gespannt. Okay. Gut, mit Stegi Na, als noch Nachbar ist man natürlich läuft's. mit allen Wassern gewaschen. Da Jetzt ist muss ich man mal nochmal. gesegnet. Ey, ey, ey. Seine Fabrik Müssen ist wir hier weiter nach. raus? Ja, hier müssen wir raus. Die U-Bahn-Station muss auch Okay. noch ausgebaut werden. Das ist quasi so eine Art, ja, Gemeinschaftsding, wo wir hier so ein kleines Dorf aufziehen, halt, um so Basic Productions zu haben, ne? Okay. Boah, ich habe so einen ultranervigen Also du Bett. machst. Ja, der Backpack von mir, der kann ja an Wänden hochklettern und das reibt sich ein bisschen mit der Elytra manchmal. Oh, okay. Und Vorsicht. Das nicht machen. Okay, ja, also was wir hier haben, ist der Aufbau einer kleinen Fabrikstadt. Das war so ein bisschen die Idee, dass wir hier alles Mögliche produzieren. So, und ich glaube, die zwei schönsten Fabriken, die kann ich dir mal zeigen. Plan ist auch, dass wir hier so ein 10.000 Blöcke Lavaloch machen, dass wir quasi unendliche Lavaquelle haben. Und Oh, da ich hat dachte, eine das ist schon Grenze. fertig. Naja, das ist schon fertig. Wenn nicht die Leute immer wieder da unten was reingießen würden, dann wird es funktionieren halt nicht mehr. Aber das fand ich ziemlich cool tatsächlich, dass man die aus der Hölle wirklich so transportieren kann, ne? Ich weiß nicht, ob Oh, du okay. das. Ach so, stimmt, mit Bells durch das Portal, ne? Ja, genau. Das funktioniert richtig Ja. gut. Also man könnte theoretisch können, bräuchten wir es gar nicht mal, weil was mir aufgefallen ist im Nachhinein, jedes Mal, wenn Lehrer einmal in die Hölle geht, lädt er ja kurzzeitig die Chunks und kann dann halt voll wieder zurückkehren. Oh. I Technically, see, ne? okay. So, hier temporäre große Anlage. Wir haben ja so einen Bohrer, den Space gebaut hat und hier können wir halt die ganzen Erze durchhauen, dann für ganz, ganz viele Sachen. Hier gibt es auch noch gratis XP, wenn du möchtest. Oh, sehr gerne. Da wird doch mal ganz kurz mit der vollen Hand reingegriffen. Du hast gekichert, hat das irgendeinen Haken? Bin ich jetzt in irgendeinen Deal eingegangen oder so? Nein, gar nicht. Moment, guckst du meinen Stream oder wie? Nee, warum? Nee, alles gut. Kein Problem. Das klingt jetzt so, als hätte ich jetzt so automatisch, indem ich die XP genommen habe, plötzlich, als wäre ich jetzt so, weißt du, in so Ja. einem Pakt mit euch. Nein, 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 nein. Das ist. Nein, alles gut. Hat. Okay. Ist es schon. Nein, Spaß, alles gut. Nee, vielleicht auch nicht gut. Das wird sich zeigen, aber ich glaube, Space ist ein ganz lieber. Der ist nicht so. Der ist nicht so bürokratisch, so mi. Das ist ja, weiß ja, ne? Dein, mein, das sind alles nur bürgerliche Kategorien. Eben, richtig. Siehst du? Und Okay. sonst hatte ich ja deine Erlaubnis, dann kriegst du ja wenigstens das Karma nicht. Ich, das ist ja dann nicht so schlimm. Das muss ich kurz mit meinem Anwalt besprechen. Ja, also ich glaube, das brauche ich dir jetzt gar nicht groß zu zeigen. Das ist ja für dich nichts Neues. So quasi Basic Fabrik hier, Schienenproduktion. Wir haben hier quasi unsere Energiehäuschen, wo die ganze Stadt angetrieben wird. Und glaube ich, ganz schön geworden sind diese beiden ersten Fabrikhäuser, die jetzt hier entstanden sind. Das sieht geil aus, ja. Ja, das Haus hat Twiller Bean gebaut. Brick. Das ist so eine Basic Fabrik, so der eben so den ganzen Anfangskladderadatsch herstellt, so Casings, Andesit, Alloys und so ein Krimskrams. Treppe ist geil. Die macht Bock. Ja, aber hier oben ist eine Cast Iron Fabrik. Na, das be die Beine sind ja wirklich so komisch, wenn man hier Ja, läuft. nee, das liegt dran, quasi, wenn du in F5 bist, dann siehst du quasi meine Beine. Die sind quantenverschränkt, ne? Wenn du jetzt läufst, Oh, sehe ich deine Beine. yo! Und das geht nur, wenn wir, also der Witz ist, wenn wir in der gleichen Ansicht sind. Also quasi, wenn du zum Beispiel jetzt mal, ah nee, das geht auch von hinten, okay, interessant. Ja, das ist ein Render-Bug tatsächlich. Also sobald ich laufe, läufst du und sobald du läufst, lauf ich. Wie dumm ist das denn? Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Das Ding ist, es ist so aufwendig, dass es eigentlich Absicht sein müsste, ne? Ja. Oder? Es Weird, ja, ist also keine sehr real, Ahnung. aber ja, es ist wild.
Dann auf der anderen Seite ist unsere Steinmanufaktur. Das ist natürlich eine Fabrik, auf die man sehr stolz sein kann. Die hat RGB quasi gebaut. Und RGB, finde ich, hat immer einen sehr, sehr, sehr schönen Fabrikbaustil. So, der baut das immer so Stationen. Ja, und der hat auch immer das letztes Jahr, das fand ich so geil, weil der immer die Förderbänder so weit oben gemacht hat. Ja. Also so irgendwie, weiß ich, so ein Förderband weit oben, das geht dann runter zu so einem anderen. Nee, ist der richtig schön hier aus unten, hier. Genau, hier unten. RGB baut immer so Stationen. Das finde ich immer ein schönes Layout. Da siehst du quasi immer so Station 1, Station 2 und dann wird es immer weitergeleitet. Und das ist so ein sehr cleaner Setup, finde ich. Oh. Oh, krass. Ja, da spricht halt der Satisfactory-Spieler, ne? Und so immer wieder zwischen Stationen, wo man so rausnehmen kann. Ja, finde ich nice. Fahre ich total irgendwie. Damn. Okay, das ist cool. Ja, jetzt noch ein paar weitere Fabriken geplant, so Elektron-Tubes und Krimskrams. Aber da hat sich es tatsächlich auch damit. Wir haben hier quasi begonnen, die Materialien zu bekommen für Hogwarts. Und da hat sich ein bisschen was getan und das würde ich dir jetzt gerne zeigen. Wollen wir mit dem Express fahren oder wollen wir... Ja, Express ist cooler mit dem Hogwarts Express. Lass uns in Spawn fliegen, okay? Also basically muss ich dir Folgendes erzählen. Über uns ist der Bahnhof King's Cross und wir werden da an einer Säule einen geheimen Durchgang machen und der führt dich dann runter in so einen Bahnhof hier, der noch entsteht, so eine Halle. Und da steht dann quasi der Zug breit, der Hogwarts Express. Und du kannst mal durchlaufen, dir einen Platz aussuchen, sobald dich hinsetzt, fährt er dann los. Da gehen wir doch. Ah, nee, komm, lass in den Abteil. Doch Abteile, genau. Oh, da kann man aber noch alleine sitzen. Und ich setze mich ins Abteil neben dir, das ist gerade Batman. So, 10 Sekunden später fährt der Zug ab. Wir haben die ganze Strecke auch mit Signalen quasi gesteuert. Das heißt, first comes, first serve. Wer zuerst abfährt, der hat jetzt die Strecke gemietet. So, jetzt können wir nämlich durchfahren. Die Fahrt dauert 1:30. Aber die Schiene ist noch nicht so schön ausgebaut. Ich glaube, da hast du schönere Schienen. Da kann ich jetzt nicht mit flexen. Ja. Die Schienen dauern noch bei mir. Aber ich finde es bei den Zügen, ich glaube, das hast du auch schon gemerkt, wenn man drin sitzt und aus dem Fenster guckt, es hat so wirklich so ein Vibe wie beim echten Zug, ne? Ja, komplett, weil es halt auch null laggy ist und so, das finde ich so krass. Ja. Der Server ist auch gerade wieder stabil, merke ich gerade. Oh, oh, gibt es da eine Korrelation? Stegi ist weg. Stegi ist weg. Ich habe das Gefühl, auch Feister, aber... Ja, könnte auch sein. Ja, wir wollen diese Schiene absichtlich halt vom anderen Gleisnetz getrennt haben, so ein bisschen halt, um diesen Fanfiction-Style da hervorzuheben. Hogwarts Express, man weiß ja nie, wo der wirklich entlang fährt. So. War in meinem Leben schon an der Brücke, wo er drüber fährt, im ersten Teil. Wow, okay, krass. Nicht schlecht. Wo ist denn die Brücke? In Schottland. Schottland? Aha. Also viel davon wurde in Schottland gedreht. Ach, krass. Ja, das ist ja nicht schlecht. So, hier hat irgendwie Stegi. Warum sind hier? Gemacht. Ja, Stegi. Ah, wir sind bei mir, ne? Ja, wir kommen gerade, glaube ich, an deinem Grundstück vorbei. Genau. Oh. Ja. Ja, cool. Ey, krass. Hier ist auch noch irgendwie eine andere Zugtrasse, die wir gleich kreuzen. Die müsste jetzt links von uns sein. Links ist ein Tunnel. Ja. Was auch immer es damit auf sich hat. Und was ist so, das? Und nach dem Tunnel, den wir jetzt quasi haben, nach diesem Tunnel beginnt der ganze Hogwarts-Teil, also das ganze Ding. Ab da ist auch schon die Strecke ein bisschen ausgebaut. Jetzt sind wir quasi im Wunderland Hogwarts. Ah, jetzt war. Okay. Ja, geil. Okay, das kenne ich ja, glaube ich, fast, oder? So ein bisschen. Aber dann stehen neue Häuser. Ja, es entsteht hier neue Häuser und das Schloss ist auch zum Teil schon gebaut. Da kann man, glaube ich, richtig schön reingucken. Wie cool das gerade aussah. Der Zug fährt so ein und hupt und Twilight dreht sich so um und schaut, wer mit dem Zug kommt. So, der Zug fährt ein und. Ja, ne? Twilight ist hier auch. Hallo. Die kann sogar sogar hören, glaube ich, ne? Oder? Ja. Also perfekt, die Gruppe ist so eingestellt. Ja, das ist Hogsmeade. Ich weiß nicht, wie viel du von Hogsmeade schon gesehen hast, aber das entwickelt sich prächtig. Und ja, wir haben uns auch nochmal entschieden, quasi, dass der Zug nicht Hogsmeade teilen soll, sondern dass wir den Zug unter Hogsmeade entlang legen. Und guck dir mal einfach dieses wunderschöne Gebäude an. Twila ist einfach so eine Meisterarchitektin, oder? Ja, das sieht, ja, doch. Die Dinger hier sind richtig geil, diese Stützen da drunter. Kennst du schon den Scherzartikelladen? Hatte ich den dir schon mal gezeigt? Ja, aber da war das doch kein Gebäude. Achso, ja, aber das innen haben wir schon gesehen, genau. Wie krass, wie schnell. Ja, da vorne steht noch ein Gebäude. Wir haben aus dem Shopping-District auch noch was hergeschossen, einfach, um uns das Leben leicht zu machen. So, aber das Beste kommt noch. So crazy. Genau, also hier entsteht noch eine super große Menge. Wir wollen später auch tatsächlich Boote haben. Und jetzt müssen wir einmal da vorne auf den Berg hochfliegen. Und zwar hier. Ich weiß nicht, ob du das Schloss schon gesehen hast, aber hier geht's los. What? Yep. Wann ist das denn passiert? Lass uns mal hier unten treffen. Es wird noch größer. Also wir planen gerade hier die große Halle. Und gehen wir mal erstmal hier entlang. So, hier rein.
Also hier bin ich am Eingang. Und jetzt einmal links entlang. So, und was wir jetzt als erstes mal gebaut haben, ist so ein bisschen Überlegung. So werden später die Flure auf allen Etagen gebaut werden. Wir werden tatsächlich auch sowas bauen wie Kammer des Schreckens, Raum der Wünsche und so ein Kram. Und wir werden auch so Basic-Klassenzimmer haben. Ah, das sind schon die Schüler. Ja, das. Wir haben sogar schon. Achte mal. Nicht hauen. Das hier ist Professor Flitwick. Der ist nämlich so alt und so klein. Oh Gott. Okay. Unser Plan ist, dass wir später in dem Turm hier werden ganz viele Sachen gebaut. Wir wollen zum Beispiel auch so Gemeinschaftsräume und so, aber wir haben dann auch so Default-Räume, haben wir dieses Klassenzimmer, zum Beispiel ein Default-Raum. Und die Idee ist, dass quasi später die Teilnehmer, wenn sie Bock haben, können sie ein so ein Klassenzimmer gestalten. Das heißt, jeder Teilnehmer kriegt ein Klassenzimmer mit auch seinem Namensschild und allem. Und wenn du Bock hast, kannst du dir dein eigenes Fach unterrichten. So, das ist aktuell entstanden. Und was wir gestern ganz, ganz frisch und niegelnagelneu gebaut haben, ist, da bin ich tatsächlich persönlich ein bisschen stolz drauf, dass es funktioniert. Das hier. Oh, das ist das Treppenhaus, ne? Mhm. Boah, okay. Boah, das sieht ja richtig krass aus. Ja. Und wenn du mal von hier oben runter guckst, dann, ups. Oh. Genau. Ja. Wie krass, wie cool. Ist nicht so ganz leicht, drauf und runter zu kommen. Ja, manchmal muss man auch so ein bisschen warten, bis die Treppen richtig stehen. Sind jetzt weiter nach oben geschossen. Cool ist auch, wenn wir bis nach ganz unten gehen, in den Keller und von da unten nochmal. Alter. Gucken. Das sind einfach Skyke-Sensoren, die das dann halt, die random manchmal die Treppen drehen? Nee, die Skyke-Sensoren gar nicht mal. Die Skyke-Sensoren sind so eine Erkennung, dass du hier im Treppenhaus bist. Dann gibt es quasi alle 10 Sekunden einen Impuls und dann ist quasi ein Zufallsgenerator mit einem, hier, Sequential Gearing, was dann steuert, ob die Treppe nach rechts oder nach links geht. Wie geil ist das denn? Das Schlimmste war, das so zu bauen, dass es stackbar ist. Also quasi, dass man das Design nach oben loopen kann. Ja. Sonst müssen wir, komm, wir fliegen einfach hier runter. Aber ich finde, der Blick von hier unten nach oben, der gefällt mir. Ja, das ist ja schon richtig insane. Wenn sich die Treppen da bewegen, das sieht so cool aus. Ja, und boah, das ist echt. Also mein Job ist so ein bisschen das Technische und so. Und wir machen das halt hier so irgendwie komplett zusammen. Worauf ich mich zum Beispiel riesig freue, ist Kammer des Schreckens. So Eingang, ne, Klo der maulende Myrte und dann öffnet sich auch richtig das Ding so. Oder ja. Raum der Wünsche wird auch insane geil. Du kannst geil. Ja nämlich einen Raum einfach auf ad hoc laden, indem du den ganzen Raum assemblst, ja, und dann quasi als Konstruktion abbaust in Dispenser oder vom Dispenser wieder setzt. Das heißt, du kannst quasi einen Raum laden oder auch wieder ne, deladen. True, und dann hat man einfach so viele, viele verschiedene Minecarts mit unterschiedlichen Räumen, die dann einfach davor gepackt werden. Boah, ist das sick. Also wir konzentrieren uns erstmal auf den ganzen Westbereich von Hogwarts. Also alles bauen schaffen wir natürlich nicht. Aber das ist quasi doch schon, wir sind ganz schnell dabei. Und es wird noch eine Menge hier passieren. So, Treppen hochzukommen, es dauert Stunden, glaub mir. Also wenn du hier wirklich ernsthaft hochgehen möchtest. Ja, ja, bis man ganz oben ist dann. Ja, du musst irgendwie auch warten, Alter. Halt, bis die Treppen so freundlich sind, mal in die richtige Richtung zu gehen. Wie viel Kupfer habt ihr hier verbaut? Ja. Alter, das Dach des Turms. Aber das Geile ist halt, der Turm wird irgendwann ein grünes Dach haben, auf Dauer. Hm? Ja. So. Boah, das ist crazy. Und da kommt noch eine ganze Menge dazu. Die große Halle zum Beispiel wird auch ganz geil. Da wollen wir ganz viele Kerzen machen, die in der Luft schweben. Das geht ja. Und auch mit Crate sich vielleicht rauf und runter bewegen. Ja, ja. Pumi ist Architekt, Alter. Der designt das Ganze und wir alle helfen mal irgendwie mit. Auch die Materialien zu bekommen, ist halt immer eine Schlacht halt, ne, die zu bekommen. Tuff ist halt das größte Problem, weil wir es halt per Hand fahren müssen. Oder per Bohrer. Ja, okay, wenn ihr da viel mit baut, ne? Ja, also alles. Alles eigentlich. Von innen und von außen. Tuff. Boah. Du hast Bobby mit drin, ne? Ey, das ist wirklich krass. Was habe ich? Bobby, die Chunkloading-Mod oder sowas in der Art? Distant Horizons, ja. Oh ja, okay, weil das ist immer ganz cool, wenn man jetzt nämlich dann da unten hier in Hogsmeade steht, dann kann man tatsächlich auch das Schloss sehen, wenn du, glaube ich, 20 eingestellt hast als Sichtweite. Ja, locker. Oh. Boah, okay, damit sieht das sieht echt krass aus. Jede Hilfe ist natürlich willkommen, also wenn du Bock hast, auch so irgendwie einen Teil des Schlosses mitzubauen oder Bock drauf hast, dann lass mal absprechen, weil... Ja, auf jeden. Ja. 100%. Boah, das ist so geil. Ey, das letzte, als wir angefangen haben, stand da oben irgendwie so ein halber Ring und Eingang und jetzt steht einfach dieser Turm da. Oh nee, das ist schon crazy. Ja, im Verlauf der nächsten Woche soll ja schon tatsächlich der Westflügel gebaut werden, also dann soll das ganze Gebäude drumherum kommen. Boah. Wir wollen es versuchen. Ja, dann guck mal nochmal vorbei. Ja, safe. Ihr landet dich herzlich ein.
Heiko, dann würde ich dir empfehlen, nimm diesen Zug. Am besten setzt du dich hinten rein und spring einfach an der richtigen Stelle runter. Ach stimmt, ich kann einfach bei mir dann so genau. Raushüpfen. Richtig. Hammer. Nach hinten kann man auch ganz gut raushüpfen. So. Eieiei. In diesem Sinne. Danke für die Tour. Ich winke hier am Bahngleis. Tschüss. Guck mal, deine Beine. Oh. Ja, oh mein Gott. Ciao, ciao. Ciao.